Meine Freunde, ich weiß noch damals, mein Freund Tobias. Oh, das waren noch Zeiten. Damals war Tobias noch sehr, sehr schmächtig. Also habe ich ihm gesagt, er sollte noch Gewicht heben, dass er stärker wird. Aber das konnte er doch nicht so gut, ich dachte. Leider entstanden Komplikationen mit dem Teufelsgerät, das er hatte, so dass seine Wirbelsäule in Mitleidenschaft gezogen wurde. Und so denn für Krachen. Oh, Eis! Hey, warte, warte! Aber wir sind ja Idioten, wir lernen ja nichts daraus. Deswegen haben wir das Gleiche nochmal gemacht. Dann versuchte Tobias sich als Heimwerkerkönig. Leider war ich zu dumm zu merken, dass er lieber alleine arbeitete. Ich wollte ihn zwar ablenken, aber er wollte das nicht. Tobias! Was soll das? Mir war langweilig. Lass mich in Ruhe! Tobias! Lass mich in Ruhe! Tobias war sehr böse auf mich nach diesem Zwischenfall. Also habe ich mir gedacht, ihm eine Tafel Schokolade zu schenken, ja, das mag er, das weiß ich. Aber, diese Schokolade wollte er dann doch nicht wegen einem Besch. Ah, Milka, ein qualitatives Produkt der Kühe. Hey, Tobias! Ich habe hier ein kleines Geschenk zur Wiedergutmachung wegen dem Nagelteil. Ja, genau. Was ist das? Warte mal kurz. Oh ja! Nüsse! Nüsse! Oh ja, Nüsse! Also, so schlecht kann doch das nicht sein. Also, nur weil es ich gemacht habe? Du bist echt ein Arschloch. Wir haben dann beschlossen, in eine WG zu ziehen, da wir uns wieder prächtig verstanden. Aber dann habe ich natürlich meine neue Kamera ausprobieren müssen und wir hatten gute und schlechte Bilder. Oh ja, jetzt kommt mein Lieblingsbild. Und jetzt kommt noch mein Lieblingsvideo von Tobias. Tobias, wir waren im WG und ich war müde. Tobias hatte schon geschlafen. Und ja, ich hatte eine Schnapsidee. Seht doch lieber selbst. Hey, was machst du denn? Ich dachte, du wolltest es auch. Verschwinde! Ja, das waren schon lustige Zeiten mit Tobias. Und da seht ihr ihn. Nicht wahr, Tobias? Wer hat denn gute Zeiten? Wo läufst du denn hin? Wo kommst du nachher? Ich lasse dich nie mehr los. Wir bleiben für immer frei.